Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Da es im letzten Monat, sagen wir mal, ein paar größere Rechnerprobleme bei mir gab, die im Endeffekt dazu geführt haben, dass ich ein komplett neues System habe und damit sämtliche Spielstände leider auch über den Leister sind, dauert es jetzt noch einige Zeit, bis ich bei World of Goo wieder da bin, wo ich war. Und quasi das Let's Play fortsetzen kann. Bis dahin wird quasi als Lückenbüßer hier Sacred Citadel mal vorgestellt. Sacred, wer es kennt, ist eigentlich ein Diablo-Klon, aber Sacred Citadel ist jetzt ein Sidescroller und einfach mal ich mach mir mal einen neuen Charakter hier. Okay. Krieger, Jäger oder Magierin oder Schamanin oder Krieger. Ich finde Jäger klingt ganz gut. So. Fortfahren. Naja, wo fangen wir wohl an? Bei Kapitel 1, denke ich mal, gell? Also ab in... Hier los. Nein, ich fange oben an bei Wellbury. Start. Intro. Eine Zeit des Aufruhrs. Das Aschenimperium hatte sich erhoben und sein Einfluss. Achso, ihr braucht niemanden, der das nochmal mitspricht, ne? Was ein Quatsch. In finsteren Laboratorien erschufen die niederträchtigen Ashen einen Befehlshaber aus ihren eigenen Reihen, den Gatebreaker. Dessen einziges Ziel darin bestand, die Klostertore zu zerstören und ihre Armeen zum Sieg zu führen. Deswegen Gatebreaker. Die Zitadelle war durch eine starke Befestigung geschützt und der Gatebreaker brauchte mehr Macht, um sie zu zerstören. Ui. Und so suchte er nach zwei Relikten der Macht. Artefakte mit unendlichen magischen Kräften. Unendlich. Sich an die Grimlock, grässliche Wesen, die denselben Laboratorien entsprungen waren. Ja, die sehen scheiße aus. Die Kriegsfürstin der Grimlock wurde beauftragt, die Artefakte um jeden Preis zu beschaffen. Und die ist hässlich. Und so ließ sie ihre Truppen zum Monolithwald marschieren. Wo auch immer das ist. Angeblich ein Artefakt vergraben liegen würde. Mhm. Ihres letzten großen Abenteuers zu erholen. Klischee-Start! Sorry, als alter Rollenspieler. Die Welt Ankaria ist zwar sehr alt, aber ihre heutigen Bewohner wandeln erst seit ein paar tausend Jahren auf ihrem Boden. Tata. Ja, es ist ja ein Klischee-Start für ein Rollenspiel. Wo auch immer das ist. Die Stadt wird angegriffen. Zu den Hügeln. Lauft um euer Leben. Yay. Das bin ich. Oh, und das sind die Gegner. Die kriegen jetzt auf die Fresse. Alles das ist, was ich gut kann. Auf die Fresse geben. Okay, das Spiel ist also kein reiner Side-Scroller, weil man so ein bisschen auch vor und zurück gehen kann. Okay, ist natürlich jetzt nicht so der Hit an Dreidimensionalität, wie man das aus anderen Prügelspielen vielleicht kennt. Aber, yay, Münzen sammeln. Was denn nu? Gatekeeper? Breaker? Gatebreaker-Keeper? Keepen? Break. Nein, noch mehr Monster zum Verprügeln. Aber das ist ja nun geschenkt. Komm auf die Mütze, du Schwachkopf. Oh, und ein großes Dingsi. Das kann ich mit X aufnehmen. Warum hat er jetzt meine
Element Feuer. Schaden. Heißt das jetzt, dass der Schaden der Axt 9 ist und damit größer als 7 von dem, was ich jetzt habe? Oder... Tja. Feuer zu Nicht-Feuer, wenn ich wechsle. Ich lese es jetzt so, dass der Schaden von 7 zu 9 wechselt, wenn ich es ändere. Und das Element Feuer zu Nicht-Feuer. Dann behalte ich doch, was ich habe. Das wäre doch ansonsten ganz großer Unfug. So, was kann ich denn hier eigentlich alles machen? So. Oh, ich habe einen Bogen. Schnellfeuer. Ihh, ist die hässlich. Du hattest eine scheiß Kindheit. Und einen scheiß Akzent. Oh Gott, so Muttersöhnchen. Ja genau, dann muss man nämlich nur noch durch die Asche durch. Ihr seid ja auch ein paar Experten. Falsche Richtung! Was seid denn ihr für Jungs? Auf die Mütze gibt's, und zwar mit Anlauf! Heute schon mal mit einem Pfeil gefrühstückt. So, kling kling kling, Münzen. Wo sind die nächsten Grimrocks? Ah, Ausweichrolle. Wo kann ich meine Ausrolle? Okay, das ist parieren. Wo ist jetzt meine Ausweichrolle? Okay, irgendwas habe ich getrunken. Ah, das ist mein Lebenskräfte-Dingsbums. Aber so die richtige Reichweite hat Pfeil und Bogen jetzt nicht. Möchte ich sprechen, wenn ich die da drüben nicht treffe? Das ist ein neuer Problem, Jungs. Außer, dass sie in meine Pfeile reinrennt. Uah, heuer! Autsch, jetzt haben sie mich doch tatsächlich umgeschmissen. Oh, und ich habe einen Special Move auf der X. Yay! Yay, yay, yay. Ein Apfel. Äpfel sind gut. Die sind gesund. Machen müde Krieger wieder munter. So. Doppelsprung. Okay. Nehmen wir mal an, dass ich den jetzt brauche. Sonst hätte er ihn mir ja nicht beigebracht. Also Doppelsprung. Auch auf den Dächern sind Grimrocks. Und was nutzt es ihnen? Gar nichts. Denn auch sie kriegen auf die Fresse. Und zwar mit allem, was geht. Kommt schon, traut euch, ich bin hier. Aber dass er immer nur Dreiersalven abfeuert, ist ja ein bisschen albern. Yay, wüstes Geschnetzel. Also falls jemand von euch... minderjährig ist, dies ist kein Spiel für euch. Hier wird ganz schön auf die... Ja. Ich kann ihren Akzent tatsächlich nicht ganz zuordnen. Es ist irgendwie französisch, aber nicht richtig französisch. Ich schätze mal, das ist so ein... ein Teil, so ein Voodoo-Akzent soll das sein. Haha. Was war das denn? Aufwärtshaken freigeschaltet. Das heißt, den aktiviere ich mit XY. Yay. Stylischer Finishing Move. 8 auf 9. Das heißt, den wechsle ich jetzt.
Ja, whatever. Als wenn ich euch die Chance geben würde. Au. Okay, jetzt bin ich stinkig. So geht man nicht mit einem Helden um. Hey, bleib hier! Verdammt, wo rennst du hin? Erst mich hier umpogen und dann mir nicht die Chance geben, mir auf die Fresse zu hauen. Das haben wir ja gerne. Na, ganz großes Kino. Yay! Also, dieses war das erste Level von Sacred Citadel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich werde häufiger wieder Let's Plays aufnehmen, jetzt wo mein neues System steht. Versprochen. Und wie ich das schon das letzte Mal angekündigt habe, ich habe immer noch ein Projekt, was ich gerne machen würde. Vielleicht könnt ihr mir dabei ja helfen. Ich muss irgendwie eine Aufnahme hinkriegen, die nicht über DirectX läuft. Momentan läuft bei mir alles über Fraps und deswegen bin ich da ein bisschen beschränkt. Ich kriege das aber noch raus. Ich freue mich aber auch über jeden Kommentar dazu. Wenn ihr eine Idee habt, lasst es mich wissen. Und ansonsten habt eine schöne Zeit. Zockt viel, zockt schön und tschüss.